Mit diesem Video möchte ich dich einladen, dir die Geschichte meiner Depressionen, meines Suizidversuches, des Suizides meines Freundes, die anschließende mich umgebende Hölle und den Kampf zurück in ein erfülltes Leben anzusehen. Mit diesem Film möchte ich aufklären und allen Menschen Mut und Hoffnungen machen, die unter Depressionen und Suizidgedanken leiden. Begleite mich auf eine Reise in die Dunkelheit und zurück ins Licht. Eine Reise, die jetzt sofort beginnt. Stille. Die Tür zur Welt geht zu. Friede. Aufatmen. Insel. Stille. Sie schreit und wird laut. Terror. Luft anhalten. Kein Entkommen. Stille schützt, bringt um. Stille, Leere ohne Mut. Stille, Liebe, die verletzt, Liebe, die sich schützt. Stille, verbotene Welt, strafende Welt, meine Welt. Stille bis zum letzten Ton. Stille, bis alles verblasst. Stille aus. Stille. Diese Zeilen habe ich 3 Tage vor meinem Suizidversuch geschrieben und auf Facebook veröffentlicht. Es war ein ganz normaler Tag und dieses Gedicht kam mir einfach in den Sinn. Mir ging es gut, kein Grund zur Besorgnis. Ich hatte keinen Plan. Doch an diesem 28. Dezember 2014 war alles anders. Ich war spät im Bett, hatte kaum geschlafen und dann bekam ich plötzlich eine richtig blöde SMS. Nichts, wofür es sich lohnt, sich das Leben zu nehmen. Und doch kamen mir plötzlich die Tränen und ich konnte 2 Stunden lang nicht aufhören zu weinen. Ich kannte das bereits, denn 3 Jahre zuvor, als mir Meister Zufall das Ende meiner Ehe präsentierte, ging es mir ähnlich. Das Weinen hörte damals nicht mehr auf, bis ich Stunden später kollabierte. Ich hatte es gerade noch geschafft, einen guten Freund anzurufen und die Haustür aufzumachen und dann ging nichts mehr. In meinem Kopf brüllte eine dunkle, bedrohliche Stimme: Bring dich um! Ich hatte so eine Angst, dass ich mich direkt in die geschlossene Psychiatrie in der Uniklinik in Frankfurt habe einweisen lassen. Und dort habe ich 4 Wochen lang Tag und Nacht fast ohne Unterbrechung geweint. Während andere schon von einer Tavor-Pille halb bewusstlos wurden, fraß ich sie wie Pausenbrote und kam trotzdem nicht runter. Und ich weinte, bis mich abends 3 Schlaftabletten ausnockten. 30 Tage lang ging das so, bis sich mein Geist ganz langsam beruhigte. Und 3 Wochen später wurde ich, vollkommen überraschend, also ich, der Sonnenschein- und Partykönig, mit Depression diagnostiziert und für die kommenden 4 Monate dabehalten und stationär behandelt. 4 Monate, in denen ich mehr über mich lernte als in den 40 Jahren davor. Das waren die gewinnbringendsten 4 Monate meines Lebens. Aber an diesem 28. Dezember wollte ich auf keinen Fall zurück in die Psychiatrie, aber ich wollte auch nicht sterben. Ich wollte auch nicht, dass irgendetwas einfach aufhört, weil ich nicht mehr konnte. Doch das böse Etwas in mir spielte mit mir wie eine Marionette und genauso fühlte ich mich. Der Tod als Puppenspiel und ich mittendrin im düsteren letzten Akt angekommen. Ich wusste, dass jetzt etwas total schief lief. Ich hätte damals nur meinen Arzt anrufen müssen. Doch das konnte ich nicht. Ich konnte diesen Vorgang der Selbsttötung nicht stoppen.
Pille um Pille schluckte ich zusammen mit einer Flasche Rotwein und mit jeder zusätzlichen Pille, die ich zu mir nahm, beruhigte sich mein Geist. Oder eigentlich ist es viel treffender, wenn ich sage, der Geist, der nicht der meinige war, der jedoch die vollständige Kontrolle über mich an sich gerissen hat. Irgendwann wehrte ich mich nicht mehr, weil es gut tat, dass das Weinen und alles, was damit verbunden war, endlich aufhörte. Ich wollte auch nach 200 Tabletten nicht sterben, aber das spielte in diesem Moment keine Rolle mehr. Aber wie konnte es so weit kommen? Dazu muss ich Sie auf eine Reise zurück in die Zeit nehmen. 1966 wurde ich als uneheliches Kind einer 16-Jährigen geboren. Als herauskam, dass mein Vater ein Italiener ist, wurde meine Mutter nicht nur geprügelt und von meinen Großeltern in einer Nacht- und Nebelaktion direkt in das Kloster der Barmherzigen Schwester nach München-Wolfratshausen gebracht, wo ich im Stift für minderjährige Mütter zur Welt kam. Meine Großeltern setzten alles daran, dass mein Vater keinen Kontakt mehr zu uns aufnehmen konnte. Meiner Mutter erzählte man, dass er abgehauen wäre und sie sitzen gelassen hat. Tatsächlich musste mein Vater jedoch zum Militär und wie das so ist in Bella Italia, da kam ein Brief, der sagte, morgen bist du in der Kaserne und wenn nicht, kommst du direkt ins Gefängnis. Deshalb war mein leiblicher Vater plötzlich weg. Er hat unzählige Briefe an meinen Opa geschrieben, die mir alle vorliegen, dass er meine Mutter heiraten möchte. Die blieben alle unbeantwortet und wurden rund 15 Jahre später meiner Mutter mit einem Grinsen ausgehändigt. In Wolfratshausen verbrachten wir 2 Jahre, bis ich ein geeigneter Kerl fand, der die junge Frau trotz Balkanerbacke heiraten würde. Ein Bauarbeiter, 120 Kilogramm, 10 Jahre älter als meine Mutter. Also verschleppte man uns zurück auf die Schwäbische Alb, wo ich die schlimmste Zeit meines Lebens verbrachte. Wie Sie sehen, wurde dieses Bild am ersten Schultag aufgenommen und irgendwie lässt mein Blick erahnen, dass das Schlimmste jetzt erst kommt. Das ganze Dorf wusste, dass ich Italiener bin. Nur Klein Mario hatte keine Ahnung und verteidigte seine deutsche Ehre gegen die Ithaker-Schelte mit dem Hinweis auf die schwarzen Haare meiner Mutter. Das war in einer Zeit, Anfang der 70er, als die Klassenlehrerin mit einem Bambusrohrstock 10 bis 20 Schläge auf die Fingerkuppen der ausgestreckten Hand gab und die Religionslehrerin lustig Ohrfeigen verteilte, wenn man im Unterricht nicht aufpasste und der Englischlehrer mich mit Ithaker beschimpfte. Ein paar Monate später sollten wir für den Kunstunterricht Kastanien sammeln. Deshalb traf ich mich mit den Klassenkameraden im Dorf, wo 3 alte Kastanienbäume standen. Wir waren Kinder, der Tag war warm und wir vergaßen die Zeit. Als ich um 5 nach Hause kam, lag auf dem Tisch ein Zettel. Ich bin Mario suchen, stand drauf. In dieser Sekunde wusste ich, dass die Hölle über mich hereinbrechen würde, wenn meine Mutter in den kommenden 10 Minuten nicht zu Hause wäre. Und dann kam der Alte, mein Stiefvater. Als Kind lernte ich damals schon durch meine Eltern sehr früh, wenn Vater und Mutter wie von Sinnen auf dich einprügeln, dann lernst du früh, ihre Gesichter zu lesen, wenn du überleben willst. Als mich dann mit meinen sieben Jahren sein Faustschlag zum 5. Mal mitten im Gesicht traf, wusste ich, dass mich die Willkürlichkeit wieder überrascht hatte, nur weil ich die Zeit vergessen hatte. »Wo ist deine Mutter?« schrie er mich an und lenkte dabei den VW-Bus um die nächste Kurve. Von seinen Lippen spritzte der Speichel gegen die dreckige Glasscheibe. Ich hatte längst schon keine Kraft mehr, um mich vor dem nächsten Schlag zu schützen. »Ich weiß es nicht«, flüsterte ich, obwohl es in meinem Kopf schrie. Das Knacken meiner Nase und die Schmerzexplosion, als seine rechte Bauarbeiterfaust mit voller Wucht zum 6. Mal in mein Gesicht krachte, machte das an die Windschutzscheibe spritzende Blut zur Lappalie. Ich war mir nicht sicher, ob ich den nächsten Geburtstag überleben würde. »Wo ist deine Mutter?« hörte ich ihn wieder schreien. Ich sagte nichts mehr. Es hatte keinen Zweck. »Sag mir, wo deine Mutter ist!« tobte er weiter und ohne ein Wort, eine Antwort abzuwarten, schlug er wieder zu. Ich hatte Glück, dass ich in diesem Moment den Kopf nach rechts drehte. Durch den Nebel meiner verheulten Augen folgte ich meiner Blutspur an der Seitenscheibe. Und nach rund 30 Minuten hatte ich das Schlimmste überstanden. Ich hatte nicht mehr mitbekommen, wie wir in unsere Einfahrt fuhren. Er riss mich am Kragen meines Hemdes aus dem Bus und schleifte mich durch die Garage.
Ohne mich auch nur eine Sekunde loszulassen, zerrte er mich durch das Haus, riss meine Zimmertür auf und schleuderte mich aufs Bett. »Ich will nichts mehr von dir hören, und wenn deine Mutter nicht bald auftaucht, kannst du was erleben.« Ja, die Mutter kam 5 Minuten später. Ich konnte ihn schreien hören. »Wo warst du?« wollte er wissen. »Mario suchen«, schrie sie zurück. Und 5 Minuten später stand sie außer sich vor Wut mit dem Teppichklopfer in der Hand in meinem Zimmer und schlug wie von Sinnen auf mich ein, weil ich wieder mal daran schuld war, dass sie Ärger bekommen hat. Ich erlöse sie an dieser Stelle. Ich musste ihnen das allerdings zumuten, damit sie ein Bild davon bekommen, wo eigentlich die Wurzeln meiner Depression liegen und wie die Kinderseele darauf reagiert hat. Ähnliche Szenen spielten sich regelmäßig ab, bis ich ungefähr 13 war. Und trotz allem bin ich nicht daran zerbrochen, weil ich mir als Kind eine Strategie zurechtgelegt hatte. In Gedanken hatte ich nämlich meine eigene kleine Insel, auf die ich mich retten konnte. Und wie Pippi Langstrumpf habe ich mir dort die Welt gemacht, wie sie mir gefällt. Ab und zu wurden meine Träume sogar real. Die Prügel konnte ich mit Träumen natürlich nicht abstellen. Aber auch hierfür hatte ich einen Plan, den ich so tief in meiner Seele implementierte, dass er auch heute noch den Motor für all mein Tun antreibt. Ich war mir nämlich sicher, dass meine Eltern mich eines Tages mögen würden, wenn ich einfach gut genug wäre. Ich hörte ja laufen, dass ich dieses oder jenes nicht gut genug gemacht hätte und für andere Sachen kein Talent hätte oder schlicht und ergreifend zu dämlich sei. Ich musste also nur noch besser werden. Ich musste nur noch tollere Sachen machen, also richtig große Sachen, außergewöhnliche Dinge, die sonst keiner macht. Dann werden sie bestimmt eines Tages stolz auf mich sein. Geht nicht und kannst du nicht, konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und sind auch heute noch ein rotes Tuch für mich. Ich musste beweisen, dass es für mich keine Grenzen gibt und ich einfach alles kann. Naja, sagen wir mal fast alles. Ich wollte meine Eltern mit meinen versteckten Talenten beeindrucken und zeigen, was wirklich in mir steckt. Mache ich auch heute noch so, voll automatisiert. Irgendwann werden sie mich in den Arm nehmen und sagen, hey, ich hab dich lieb und ich bin echt stolz auf dich. Mittlerweile habe ich 4 abgeschlossene Berufsausbildungen. Textilveredler, Hotelfachmann, ich machte ein Studium der Betriebswirtschaft für Tourismus, ich war sogar Polizist, das war mein Traumjob, habe gekündigt und wurde dann TV-Journalist. Ich habe in Hollywood gelebt und gearbeitet, ich habe 2 Dokumentarfilme gedreht, ich habe mit 20 den afrikanischen Kontinent vom Senegal nach Madagaskar durchquert, ich bin Erstbesteiger eines Berges in der Antarktis, ich habe Kochbücher geschrieben, ich habe das Obdachlosenprojekt Winterstricker gegründet, ich machte mich selbstständig und unterrichtete an teuren Universitäten. Jetzt laufe ich mit Trees of Memory um die Welt und, was soll ich sagen, ich bin immer noch nicht gut genug. Aus mir wird nie was Anständiges und es ist sowieso einfach nur Scheiße, was ich mache. Der Stiefvater ist schon lange tot und verfolgt mich trotzdem noch und die Mutter kann sich gar nicht daran erinnern, dass das alles so schlimm gewesen sein soll. Schließlich hätte ich es ja verdient und verweigert sich jeder Aufarbeitung meines Lebens. Ich muss sie jetzt nochmals ein letztes Mal weit zurück mit in die Vergangenheit nehmen. Auf Drängen der Nachbarn beichtete mir meine Mutter, als ich 14 war, dass der Alte nicht mein leiblicher Vater war. Halleluja! Das war der schönste Tag in meinem Leben. Und ganz ohne Telefon, Internet und nur mit der Hilfe einer heimlich gesuchten Adresse machte ich meinen Vater ausfindig und lediglich ein Vierteljahr später, an Pfingsten 83, lernte ich ihn kennen. Auf dem Foto hier sieht man uns beide auf dem Balkon seiner Wohnung in Bologna stehen. Das ist das einzige Bild von uns beiden, denn an Pfingsten 84, nur ein Jahr später, starb er an den Folgen eines Autounfalls. Das war dann der schlimmste Tag meines Lebens. Ich wurde trotzdem älter und etwas stärker. Ich verliebte mich einmal, zweimal, dreimal und ich fand im Technotanz Auszeit vom Alltag. Zudem bereiste ich beruflich wie auch privat die ganze Welt. Ich lebte meine Träume und zwar zu 100%. Aber da lag ich nun, 2 Tage vor Silvester und wurde mehr tot als lebendig durch Zufall gefunden.
Der Notarzt tat sein Bestes und schaffte es, mich wieder zurückzuholen, was offensichtlich ganz ordentlich geklappt hat. Ewig gut sein zu wollen, kostete Kraft, verändert die Psyche und mit den Depressionen aus Kindheitstagen, die lustig 4 Jahrzehnte unerkannt vor sich hin wucherten, explodierten an diesem Tag über 40 Jahre Traumata, die man mir nie ansah, weil ich ja trotz allem immer gute Laune hatte. Trotz allem, trotz der Prügel und vermutlich, weil meine Kinderseele noch heute sagt, du musst besser sein, habe ich unfassbar tolle Sachen machen können und ich bezeichne auch heute noch, vielleicht mit ein paar Abstrichen, mein Leben als echtes abenteuerliches Geschenk, das ich um kein Geld der Welt eintauschen würde. Aber an diesem Dezembertag war plötzlich und ohne Vorwarnung alles anders. Der letzte Akt im Schauspiel des Lebens war gespielt und der Vorhang gefallen. So schien es für einen kurzen Moment. Das Leben, die Depressionen und die unendlich viele Energie, die es brauchte, voller Unbeschwertheit durchs Leben zu hüpfen, haben einen Schalter umgelegt und mir jede Entscheidung abgenommen. Mein Gehirn agierte einfach, ohne dass ich mich wehren konnte, und der Auftrag war klar: Stirb. Gefunden hat mich damals mein späterer Freund Jürgen, der selbst unter schweren Depressionen litt und im Gegensatz zu mir die Disposition dazu von zu Hause mitbrachte. Ich spürte damals schnell, dass es ihm todernst war, wenn er sagte, ach Schatz, so alt will ich doch gar nicht werden. Kurz vor Ostern 2016 packte ich wutentbrannt und frustriert meine 7 Sachen zusammen und verließ Jürgens Wohnung. Bis dahin führten wir eine schon sehr schwierige Beziehung. Und wie so oft brachte er mich an meine Grenzen und auch an diesem Abend präsentierte er sich nicht als Traummann. Er war nämlich wieder in seinem depressiven Universum gefangen, in dem es keinen Platz für einen anderen gab. Er erklärte mir die Welt, die er nie gesehen hatte. Empathie, Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Fehlanzeige. Der Fahrstuhl in die Dunkelheit seines Seins hat wieder an Fahrt aufgenommen, nachdem er zum 3. Mal von jetzt auf gleich seine Psychopharmaka einfach so abgesetzt hat. Ich habe aber keinen Bock, den Rest meines Lebens Pillen zu nehmen, sagte er mir, auch das zum wiederholten Mal. Die Auswirkungen seines Tuns waren ihm egal. Doch mit den Pillen ging es ihm rundum gut. Er war ein komplett anderer Mensch. Damit ging es dann auch uns gut. Da war er dann auch wieder der Mann, in den ich mich bis über beide Ohren verliebt habe. Ich hatte den Traum einer gemeinsamen Zukunft. Aber an jenem Mittwoch vor Ostern war ich außer mir vor Zorn, als ich entdeckte, dass er wieder die Medikamente abgesetzt hatte. Ich wollte kein Leben führen, in dem ich Angst hatte, meinen Partner eines Tages tot in der Wohnung zu finden. Ich hatte genug davon, der Spielball seiner kranken Seele zu sein. Ich wollte meine Umgebung nicht mehr weiter damit verrückt machen, dass ich Angst um den Mann hatte, den ich so sehr geliebt habe. Ich habe 3-mal die Polizei geholt. Ich konnte das alles nicht mehr und ich wollte es auch nicht mehr. Ich hatte Angst, er würde sterben. Du hast 4 Tage Zeit, dich für eine stationäre Therapie zu entscheiden oder für ein Leben ohne mich, sagte ich ihm und fuhr nach Berlin. Dort wollte ich einen freien Kopf bekommen. Begleitet wurde meine Reise von einem SMS-Sturm sondergleichen. Ich habe ihn gewarnt, bitte höre auf damit. Ich warnte 1-mal, 2-mal, 3-mal. Ich schrieb ihn, ich komme am Wochenende direkt, am Montag direkt zu dir, dann sprechen wir. Und dann verabschiedete ich mich in ein rauschendes Partywochenende und habe das Handy ausgeschalten. Ostermontag gegen 13 Uhr. Noch immer mit viel zu schwerem Kopf und viel zu wenig Schlaf machte ich mein Handy wieder an. Zuerst dachte ich, dass sich das System aufgehangen hat, weil es nicht mehr aufhörte, mit dumpfem Ton meine Hand durchzuschütteln. 66, 67, 68. Bei um die 120 Sprachnachrichten war Schluss. Es dauerte über 1 Stunde, bis ich alles abgehört hatte. Jürgen beschimpfte mich, er weinte, er lachte, er versprach Dinge, machte Pläne, wollte dieses und jenes, war bei seinem Ex, wusste Dinge nicht einzusortieren und seine Stimme wurde dabei immer leiser.
Dazwischen erreichten mich Dutzende SMS-Nachrichten, auch von Freunden, die sich darüber beklagten, dass er sie verrückt machen würde und nach der Telefonnummer meines Gastgebers sucht, die man ihm nicht geben konnte und auch nicht geben wollte. Seine letzte Nachricht war: Das ist der letzte Kuss für dich. Ich fing an zu heulen und versuchte unzählige Male, ihn anzurufen, doch niemand ging ans Telefon. Wieder und wieder versuchte ich es und ich schrieb eine SMS nach der anderen, erinnerte ihn daran, dass ich doch heute Abend komme, entschuldigte mich dafür, dass es ihm so schlecht ging, erklärte mich wieder und wieder. Und dazwischen habe ich immer wieder auf das kleine i gedrückt, um den Status der Nachricht zu erfragen. Und dann kam endlich die erlösende Nachricht. Gesendet, empfangen und das Allerwichtigste gelesen. Weinend brach ich damals auf einer Bank auf dem Kollwitzplatz zusammen und habe dem lieben Gott tausendmal dafür gedankt, dass nochmals alles gut ging. Wer die SMS empfangen und gelesen hat, weiß ich bis heute nicht. Jürgen war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2 Tagen tot. Suizid. Die Nachricht über seinen Tod erhielt ich über ein Facebook-Posting. Rest in Peace. Gesagt hat mir niemand was. Was macht ein Suizid mit den Angehörigen? Nun, ich bin ja nur der Freund und ich weiß, dass es mich in 1 Million Stücke zerrissen hat. Jürgen war aber auch Vater, er war aber auch Kind und ich kann mir ausmalen, was mit seinen Angehörigen passiert ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass es mir von ganzem Herzen leid tut, was passiert ist. Und ich wünsche seinen Angehörigen auch von ganzem Herzen, dass sie Frieden gefunden haben. Die einsetzende Trauer nach einem Suizid ist eine andere als bei anderen Todesarten. Zur allgemeinen Trauer gesellen sich Gefühle der Wut, der Hilflosigkeit, Selbstvorwürfe und vor allem auch Schuld. Da sich Jürgen nach einem Streit das Leben genommen hat, wurde ich von zahlreichen Bekannten gemieden und auch beschuldigt. Ich habe 6 Monate danach noch E-Mails bekommen, die mit den Worten begannen: Du Mörder, ich hoffe, du wirst mit deiner Schuld leben können. Dass Jürgens Mutter 2 Suizidversuche hinter sich hatte und selbst schwerst depressiv ist, spielt für das gesamte Umfeld offensichtlich keine Rolle. Wäre ich nicht gewesen, würde Jürgen heute noch leben, sagen sie. Angehörige werden nach einem Suizid von der Gesellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt. Der Begriff des Selbstmordes wird mit einem Verbrechen assoziiert. Es gibt Opfer- und Schuldzuweisungen, machen Angehörige zu Tätern. Wenn ein Kind an einer Krankheit stirbt, hat die ganze Welt Mitleid mit den Eltern. Wenn ein Jugendlicher durch Suizid stirbt, dann fragen sich die Menschen, was in dieser Familie schiefgelaufen ist. Wenn sich eine Frau umbringt, wird nicht selten der Partner zum Tyrannen gemacht, der es doch hätte merken müssen. Wie viele andere Angehörige auch, habe auch ich die Schuld nach außen getragen. Ich konnte nämlich nicht verstehen, wie der behandelte Psychologe das nicht kommen sehen konnte, obwohl ich mehrfach Briefe geschrieben habe. Es hat viele Gespräche gebraucht, um zu verstehen, wie anders und kalkuliert sich Jürgen in den Therapiestunden verhalten hat. Er war ein Schauspieler, so wie viele suizidale Menschen. Entsetzlich waren auch die Zweifel. War Jürgen jemals glücklich in der gemeinsamen Beziehung? Und das Schlimmste von allen, quälend und bohrend bis heute, bleibend vielleicht auch für immer: Ich war nicht gut genug, um weiterleben zu wollen. Ich war es nicht wert, mit einer Therapie zu beginnen. Und das hat meine Kinderseele in 1 Million Stücke zerrissen. Der Alte hatte also doch recht damit, dass ich nichts wert bin. Deshalb war ich in den folgenden 6 Monaten dem Tod wieder näher als dem Leben. Die Frage nach dem Warum trieb mich in die Verzweiflung. Wenn es keinen Abschiedsbrief gibt, liegt dem Suizid immer ein Geheimnis inne, mit dem man für den Rest seines Lebens leben muss. Es bleiben zahllose ungelöste Fragen im Raum. Man hat keine Chance mehr, etwas zu erklären. Es ist die brutalste Form der Zurückweisung, die für Partner zum totalen Zusammenbruch des Selbstwertgefühls führen kann.
Die Frage nach dem Warum hat er sich umgebracht, verändert sich auch zunehmend in ein Warum lebe ich eigentlich weiter? Der eigene Tod würde die Trennung vom geliebten Menschen wieder aufheben. Wir wären wieder miteinander vereint. Ich musste auch lernen, die Wirklichkeit des Todes als Realität anzuerkennen und den Verlust auszuhalten. Meine Trauer musste einen neuen Weg für die Beziehung mit Jürgen finden. Ich musste ihn im Herzen lebendig bleiben lassen. Die Trauer darf nicht zum Instrument der Liebe werden, auch wenn sie deren Sprache ist, sonst wird man an ihr elendig zugrunde gehen. Ich möchte nochmals auf das Thema Schuld zurückkommen. Hinterbliebene werden beschuldigt, gemieden, verlassen und stigmatisiert und wenn sie nicht schnell genug wieder in der Spur sind, dann verlieren sie sogar noch den Job. Hinzu gesellen sich dann noch Aussagen, dass nach 6 Wochen Trauer das Leben jetzt auch mal wieder weitergehen könnte. Du musst nach vorne schauen. Und natürlich mein Lieblingsspruch, die Zeit heilt alle Wunden, du wirst schon sehen. Gar nichts heilt, weil mit einem Suizid hat man lebenslänglich bekommen. Manchmal wäre eine lange wortlose Umarmung wesentlich stärker und ehrlicher als eine leere dahingesagte Floskel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tröstet. Leere Worte verletzen. Wovon man sich aber ohne schlechtes Gewissen befreien kann, ist die Schuld. Nicht jedem Angehörigen gelingt es zu verstehen, dass niemand Schuld an einem Suizid tragen kann, weil es sich um das falsche Wort handelt. Es geht um Verantwortung. Und nicht um moralisch definierte Schuld. Kann ich die Verantwortung an Jürgens Depressionen tragen? Bin ich verantwortlich dafür, dass die Mutter suizidal war? Kann man mich in die Verantwortung nehmen, weil Jürgen seine Medikamente abgesetzt hat? Kann ein Angehöriger die Verantwortung dafür tragen, dass der Partner seinen Seelenzustand so gut versteckt hat, dass niemand etwas gemerkt hat? Nein. Niemand trägt die Verantwortung für den Suizid eines Menschen und Schuld schon gar nicht. Man darf sich das nicht einreden lassen. Selbst meine Eltern hätten nicht die Schuld an meinem Suizid gehabt, hätte er geklappt, auch wenn sie die Wurzeln für meine Depressionen mit ihren Misshandlungen gelegt haben. Am Ende ist es immer die Summe aller Lebensereignisse und nicht das Einzelne, was zur Depression und auch zum Suizid führt. Ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich mich behandeln lasse und mein Leben verändere oder nicht. Vorausgesetzt, ich weiß, dass ich krank bin. Ein Suizid kann meist nicht einem einzelnen Ereignis zugeordnet werden. Es gibt immer die Summe des Lebens und oft einen Auslöser, der ohne diese Summe in der Regel zu nichts führen würde. Sechs Monate nach Jürgens Tod ging es mir zunehmend schlechter. Ich heulte mich noch immer durch die Tage, ich schlief nur mit Schlaftabletten und überstand die Tage nur mit haufenweise Beruhigungsmitteln. Suizid war in diesen Monaten immer wieder mal Thema und in 2-3 Momenten hätte nicht viel gefehlt und ich hätte es wieder getan. Und auch an diesem Tag erholte ich mich von einer schrecklichen Nacht und ich stand mal wieder weinend unter der Dusche. Ich fragte mich oft, warum ich es eigentlich nicht wieder tue. Aber die Antwort ist ohne nachzudenken sehr klar. Bei meinem Suizidversuch hat es sich zu keiner Sekunde um meinen freien Willen gehandelt. Ich war fremdgesteuert. Jetzt wäre es mein freier Wille und der sagt eigentlich, dass ich leben möchte. Und es gab noch einen Grund. Obwohl ich nicht gläubig bin, dachte ich mir immer wieder, naja, du wurdest gerettet. Du darfst dein Leben jetzt nicht einfach wegwerfen. Ich glaube nicht an Sünden, ich glaube auch definitiv nicht an einen existierenden und strafenden Gott, aber richtig fühlt sich der Gedanke des Suizides nicht an, nachdem man mir das Leben erneut geschenkt hatte. Und da stand ich also unter der Dusche morgens um 7. Mir war klar, dass ich nicht mehr allzu lange die Energie aufbringen würde, irgendwie weiterzumachen, egal wie es sich anfühlte und ob es richtig oder falsch war. Aber plötzlich spürte ich das Wasser gar nicht mehr. Ich hörte es auch nicht mehr. Und dann war da dieser mächtige und raumfüllende Gedanke, da war kein Platz mehr für irgendwas anderes im Kopf und ich war umgeben von einer ganz komischen, absoluten Stille. Und da war nur dieser eine Gedanke, lauf um die Welt. Was? Plärrte ich in stille Nichts hinein,
Du hast wohl nicht alle Latten am Zaun, schrie ich meinen Duschvorhang an. Und dann wieder, lauf um die Welt, als Gedanke. Ich hatte echt Angst, dass ich jetzt zusammenbrechen würde. Pflanz Bäume, war der nächste Gedanke, genauso mächtig, genauso raumfüllend, genauso verrückt. Ein Scheiß werde ich, schrie ich und schlug mit der Faust gegen die Wand und brach weinend zusammen. Und dann kam der letzte Gedanke, den ich nicht einordnen kann und auch nicht einordnen werde, den ich nicht diskutieren werde und den ich in seiner Art und in seiner Aussage bis heute einfach fassungslos hingenommen habe. Let me help you. Englisch? Und dann war plötzlich wieder alles normal. Ich war spät dran, musste zur Arbeit, zum Unterrichten und dachte, jetzt verlierst du den Verstand. Im Unterricht angekommen ist nur mein Körper. Ich war nicht mehr klar im Kopf und es fühlte sich an, als ob sich in meinem Gehirn wirklich was Schlimmes zusammenbrauen würde. Und nach einer Stunde musste ich den Unterricht wirklich abbrechen. Ich konnte nicht mehr klar denken. Also verteilte ich Aufgaben und setzte mich an den Rechner. Und dann begann ein Prozess, den ich heute nur noch als ich wurde geschrieben bezeichnen kann. Jeder Baum steht für einen Menschen, der leben wollte und nicht mehr die Kraft besaß, gegen den Schmerz, die Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit anzukämpfen. Jeder Baum steht für einen Angehörigen, Partner, Freund, eine Ehefrau, Kinder, Eltern oder Familie, die durch den Suizid stigmatisiert wurden. Menschen, die stets das Beste wollten und nicht ahnen konnten, dass das Beste vielleicht nicht reichen wird. Und jetzt daran zerbrechen. Jeder Baum steht für eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Liebe, die wie der Samenkorn eines Baumes einmal ganz klein mit einem Blick oder einem Lächeln begonnen hat. Und wie die Liebe werden die Bäume im Alter immer schöner. Jeder Ast, jedes Blatt wird die Geschichte von Menschen erzählen, die sich gegenseitig tief berührt haben. Und jeder Baum steht gleich einer Kerze in der Dunkelheit für Menschen, die unter Depressionen und suizidalen Gedanken leiden. Jeder einzelne Baum soll Mut machen und zeigen, dass es zu jeder Zeit eine Perspektive gibt, auch wenn man sie im Moment nicht sehen kann. Es lohnt, an sich und die Zukunft zu glauben und das Wollen stärker werden zu lassen, als das nicht mehr können. Und all diese Bäume werden wie ein grünes Band um die Erde geknüpft, als weithin sichtbares und internationales Zeichen für das Leben. Als Aufforderung, denjenigen die Hand zu reichen, die kaum mehr Kraft haben, den Schmerz auszuhalten. Ein Ring, ein in sich geschlossener Weg, der für Liebe, Freundschaft, Mut, Hoffnung und die Unendlichkeit des Lebens steht. Ich schrieb rund 4 Stunden am Stück und starrte immer wieder ungläubig auf meinen Bildschirm. Ich habe nicht einmal unterbrochen und mich gefragt, naja, wie mache ich jetzt dieses oder jenes? Ich schrieb einfach immer weiter und mir war so, als ob mir diese Gedanken zusammen mit einem in sich stimmenden Projektmanagement- und Marketingplan geliefert worden wären. Das Wie war klar, das Wo war klar, die Farben waren klar, ich wusste, was zu tun ist und auch das Wann war klar. An Jürgens zweiten Todestag. Ich hatte damals also noch 18 Monate Zeit. Zu Hause angekommen, hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, die 6 Seiten, die ich geschrieben habe, durchzulesen. Am Ende saß ich heulend in meiner Ecke, dachte an mein Leben, meine Mietwohnung, die ich mir eben zu 100% neu eingerichtet und umgebaut habe, und an die Angst, die sich durch mein Gedärm bohrte. Und dann schlief ich ein. Als ich am kommenden Morgen aufwachte, klopfte mein Herz wie wild. Meine Gedanken waren nicht mehr zu stoppen und ich fühlte, Mario, du hast gar keine Alternative. Entweder du machst das oder du bist in wenigen Wochen tot, weil du nicht mehr kannst. Ich habe mich dann sofort an den Rechner gesetzt und eine Website gemacht und in allen sozialen Netzwerken Profilen angelegt und die ersten Menschen angesprochen, habe ihnen von der Idee erzählt. Und das erste Mal seit vielen Jahren verspürte ich unfassbare und vor allem eine unerschütterliche Zuversicht.
Seit diesem Tag bin ich der festen Überzeugung, dass es möglich ist, einen Ausweg aus Depressionen und Suizidalität als auch der lähmenden Trauer nach einem schmerzlichen Verlust zu finden. Ich habe gelernt, dass mein Leid und die Trauer die Chance in sich bergen, mich von der endlosen Suche im Außen meines Lebens abzuwenden und mich stattdessen endlich nach innen zu wenden. Das war notwendig, um zu überleben. Ich spürte, dass es möglich ist, den größten Verlust in einen Gewinn zu transformieren, weil ich die Leere mit etwas Positivem füllen konnte. Ich durfte die Gegenwart nicht mit der Erinnerung und den Gedanken oder den Emotionen der Vergangenheit planen. Ich musste das Jetzt mit meinen Träumen und meinen Visionen der Zukunft bauen. Es gab nur ein Entweder-Oder. Die Heilung des Verlustes kam auch durch die Erkenntnis, dass nicht das, was ich habe oder glaube zu haben, mein Leben, meine Realität erschaffen wird, sondern ausschließlich mein Sein, mein Ich. Egal was passiert, wir können nicht verlieren, was wir sind, sondern nur das, was wir haben. Und seitdem ich Trees of Memory umsetze, habe ich nicht nur das Gefühl, dass Körper und Geist wieder eine stimmige Einheit bilden, sondern ich mache auch noch die Erfahrung, dass das Leben wie von Zauberhand sich exakt so gestaltet, wie ich es für Trees of Memory und mich benötige. Was sich mit dieser Lebensaufgabe auch verändert hat, war, dass ich wieder Hoffnung hatte. Und wie zentral das Thema Hoffnung ist, beschreibt niemand eindringlicher als Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, Begründer der Existenzanalyse in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Frankl überlebte als Jude den Holocaust und in den Konzentrationslagern Dachau und Auschwitz. In seinem Buch beschreibt er, wie sich die menschliche Seele und Psyche wandelt, wenn man unter solchen Bedingungen Jahre verbringt. Das Einzige, was diese Menschen davon abgehalten hat, sich umzubringen, war nichts weiter als die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, das Grauen zu überstehen, befreit zu werden, die Familie wieder zu haben und wieder zurück ins Leben zu können. Frankl lernte in dieser Zeit, warum manche Menschen selbst unter den furchtbarsten Umständen nicht aufgaben, während andere an der Situation zerbrachen. Und dann wurden sie befreit. Und sie stellten fest, dass alle Familienmitglieder ermordet waren. Sie kamen in die Städte, die dem Erdboden gleichgemacht waren und hatten keinerlei Wohnung mehr und keinerlei Besitz. Sie waren nach wie vor umgeben von gleichgültigen Menschen und Nazis, die sie immer noch lieber tot als lebendig sahen, und kein Land der Welt wollte sie aufnehmen, trotz allem, was passiert ist. Jetzt war weg, was sie am Leben erhalten hatte, die Hoffnung und damit auch der Sinn des Lebens und Leidens. Viele dieser Menschen sind daran dann doch zerbrochen. Anderen gelang, was man sich fast nicht vorstellen konnte. Sie konnten leben, sie konnten Familien gründen, sie konnten wieder lachen und sind alt geworden. Die Hoffnung kehrte zurück, als diese Menschen dem Leben einen neuen Sinn gaben. Sinnzentrierung nennt es Viktor Frankl. Und ohne dieses Buch damals zu kennen, habe ich mir oder hat sich meine Seele, wer weiß das schon, genau das gemacht. Meinem Leben wurde ein neuer Sinn gegeben. Ein Sinn, der weit über das hinausgeht, was ich die Jahrzehnte davor hatte. Und ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es richtig sein würde, wenn ich Trees of Memory umsetze. Mein Herz, meine Gefühle, alles in mir sagten mit Leichtigkeit, ja, mach es. Und deshalb bin ich von ganzem Herzen davon überzeugt, dass Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben sehen, die den Sinn im wahrsten Sinne des Wortes verloren haben oder denen der Sinn genommen wurde, nur dann weitermachen können, wenn sie wieder einen Sinn im Leben finden oder kreieren. Aber was bedeutet Sinn überhaupt? Wie kann man dem Leben mehr Sinn geben? Etwas macht ja nur dann Sinn, wenn wir einen Zusammenhang erkennen. Wenn Situationen, Menschen, Entscheidungen, Erfahrungen und Erlebnisse aufeinander bezogen werden können, quasi wie eine logische Abfolge, auch wenn wir die Logik dahinter nicht immer erkennen. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Einfach so in den Wald zu fahren und wahllos Bäume abzuholzen ohne jeglichen Grund ist sinnlos.
In den Supermarkt zu fahren und wahllos Unmengen an Essen zu kaufen, obwohl man nichts braucht, macht auch keinen Sinn. Wenn ich aber mit dem Abholzen der Bäume Sturmschäden beseitige, Platz für neue Pflanzen mache und das entstandene Feuerholz verkaufe, um auf dem Weg nach Hause für die Familie Essen zu kaufen, macht jeder einzelne Schritt und alle Schritte in ihrer Gesamtheit sehr viel Sinn. Das lässt sich auch auf das eigene Leben übertragen. Was ist geschehen? Wie habe ich mich entwickelt? Was kann ich? Was kann ich nicht? Welche Träume habe ich? Welcher Drang lebt in mir? Nach dem, was ich in den letzten fünf Jahrzehnten erlebt habe, insbesondere in den letzten fünf Jahren, ist das, was ich jetzt mache, eine sinnvolle Konsequenz und ein logisches Ergebnis aller Ereignisse. Mein Weg in mein Leid wurde zum Ausgang aus meinem Leid. Der Ausgang aus meinem Leid wurde zum Eingang in meine mentale und emotionale Freiheit und zu einer Zukunft. Für mich passt alles zusammen und ist logisch aufeinander aufgebaut. Ohne das eine könnte ich das andere nicht machen. Und natürlich hätte ich gerne auf die Faust meines Stiefvaters im Gesicht verzichtet. Aber ohne dieses traumatische Erlebnis und die Tatsache, mit welchen Mitteln meine Kinderseele das überstanden hat, stünde ich heute nicht hier. Das ist natürlich definitiv kein Grund, ihm dankbar zu sein. Aber er war auch nur das Produkt einer kranken Erziehung und deshalb konnte ich ihm zwischenzeitlich irgendwie verzeihen. Verzeihen, weil alles, was passiert ist, mich stärker gemacht hat. Viel stärker als der arme Wicht, der er je war. Aber auch er hatte eine Geschichte hinter der Geschichte lange vor meiner Zeit. Und zu verzeihen ist ein starkes, heilendes Medikament, auch wenn es nicht leicht ist. Und natürlich macht es auch keinen Sinn, dass Jürgen gestorben ist. Was jetzt ist, ist sein Tod nicht wert und ich hätte gerne darauf verzichtet. Es gibt viele Ereignisse im Leben, die zunächst sinnlos erscheinen und man ärgert sich und ist wütend und hadert mit dem Schicksal. Aber ich verspreche, alles kann zu einem Sinn werden, wenn man ihn zulässt. Und wenn ich ihn nicht sofort erkenne, sage ich mir, naja, die Zeit wird kommen, vielleicht fehlt noch ein Puzzleteil und dann wird das Bild und die Aufgabe glasklar. Vielleicht sogar erst nach dem eigenen Tod. Was wissen wir schon von der großen Bewegung, in die unser Leben eingebunden ist und welche Aufgaben wir haben? Und wenn dem nicht so ist, dann hilft mir trotzdem mein Glaube. Ich bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass es ein Karma gibt. Jede Wirkung hat eine Ursache, jedes Handeln hat eine Wirkung. Jede Wirkung wird zu einer Ursache. Auch über die vielen Leben hinweg, woran ich persönlich durchaus glaube. Es gibt etwas, das allem, was passiert, einen Grund zuspricht. Nichts passiert einfach so, alles steht in einer Beziehung zueinander. Das hilft mir persönlich zu akzeptieren, es auszuhalten, es anzunehmen und achtsamer in einem möglichst humanistischen Sinne zu leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch nach der Zeit der schlimmsten Tragödien oder in einem Leben, das sinnlos und ohne Zukunft erscheint, sich dann ein Sinn zeigen wird, wenn man sein persönliches großes Ganzes, quasi die Lebensschau, neu und mit anderen Augen betrachtet und mutig die Konsequenzen daraus zieht. Die Suche nach dem roten Faden im Leben und darauf sollte man reagieren. Offensichtlich gab es viele Menschen, die aufmerksam verfolgten, was ich aus meinem Wohnzimmer heraus öffentlich machte. Und irgendwann bekam ich Anrufe, Menschen, die Hilfe benötigten, Menschen, die helfen wollten. Und zu meiner ganz großen Überraschung verwiesen sogar öffentliche Stellen aus der Suizidprävention direkt an mich. Und im November 2017 trafen sich schließlich mir vollkommen unbekannte Menschen, Bekannte, ein paar Freunde aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und taten sich zusammen, um ganz ohne mich den Verein Trees of Memory zu gründen. Sie und mich ein die Gedanken, mehr tun zu können, das Schweigen zu brechen und dann Hilfe anzubieten, wenn sie gebraucht wird. Menschen, die ebenfalls einen Suizid in der Familie hatten oder oft damit konfrontiert wurden, wollten dann helfen, wenn die Not am größten ist, nämlich sofort danach. Oder davor, um es gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir wollen uns nicht gemeinsam in der Trauer halten, sondern gegenseitig stützen und Betroffenen Wege zurück in ein Leben aufzeigen. Und lediglich vier Monate später wurde der Verein als gemeinnützig anerkannt.
Im September 2018 war es dann auch soweit, es konnten die ersten Anlaufstellen für Angehörige angeboten werden, die Paten an die Seite gestellt bekommen. Zwischenzeitlich arbeiten für den Verein betroffene Trauerbegleiterinnen oder auch Lehrerinnen. Sie kümmern sich direkt und persönlich um die Angehörigen. Sie helfen, indem sie nach Psychologen suchen, Termine machen, Beistand leisten und meist einfach auch nur dadurch ein offenes Ohr zu haben und dann in den Arm zu nehmen, wenn alle Dämme brechen. Sie sehen sich als Bindeglied und Brückenbauer zu allen anderen Institutionen. Wir haben unzählige Gespräche mit Betroffenen geführt und haben an unser eigenes Schicksal gedacht und fragten uns, was hätten wir gebraucht? Sagt uns, was ihr braucht. Das Ergebnis sind die bundesweiten ersten Anlaufstellen und Patenschaften. Natürlich stehen wir alle noch immer am Anfang und haben noch viele Ziele. Dazu benötigen wir ehrenamtliche Helfer, Vereinsmitglieder und Spenden. Und natürlich bin ich auch auf der Suche nach Sponsoren, die helfen mögen, unsere positive Botschaft für das Leben in die Welt zu tragen und zu unterstützen. Jede Hilfe ist daher herzlich willkommen. Mittlerweile bin ich fast 3.500 Kilometer durch Deutschland gelaufen und habe die ersten 20 Bäume gepflanzt. Bäume der Erinnerung für Menschen, die vor einigen Monaten gingen oder schon seit über 30 Jahren tot sind. Mathilde ist für die Baumpflanzung für ihren Bruder Free extra aus Holland angereist, um dort einen Baum zu pflanzen, wo sie mit ihrem Bruder als 7-Jährige die schönste Zeit im Leben verbracht hat. Ihre damalige beste Freundin aus Ittenbach hat sie dadurch nach über 60 Jahren das erste Mal wieder gesehen. Bei vielen Zeremonien sind Freunde, Verwandte und Bekannte dabei. Manche Pflanzungen machen wir auch ganz leise im allerkleinsten Kreis. Jeder Baum macht etwas mit dem Menschen und ich erlebe oft, auch noch viele Monate später, eine Art Euphorie, weil die Angehörigen einen neuen Ort gefunden haben, um mit dem Verstorbenen zu kommunizieren. Es ist nämlich leichter, jemanden im Herzen zu tragen, wenn man an einen lebendigen grünen Ort kommt. Den Baum zu halten und sich mit jedem nachwachsenden Blatt oder einem neuen Ast an eine neue Episode im Leben zu erinnern, lässt die Trauer allmählich gehen. Und das ist so wichtig, denn der Tod ist einfach nicht verhandelbar. Wir müssen ihn akzeptieren und nur wenn uns das gelingt, öffnet sich auch wieder eine neue Tür in ein anderes Leben. Ein Leben, in dem der Verstorbene wieder bei uns ist, nur eben ganz anders. Das Leben der Trauernden nimmt dadurch wieder Formen an und zeigt, dass es auch wieder erfüllt sein kann. Ich erlebe, wie Menschen durch einen Suizid im Schmerz voneinander getrennt sich wiederfinden und neue zarte Bande knüpfen. Ich erlebe, wie sich die Menschen, die einen Baum gepflanzt haben, zusammentun und sich gegenseitig stützen, ohne sich zu kennen. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich heute hier stehen darf und mit Trees of Memory nicht nur eine Art Mitte gefunden habe, sondern auch eine Aufgabe, für die ich brenne und für die es sich lohnt zu kämpfen, zu laufen, zu leben, zu lieben und all das zu tun, was es braucht, um Menschen in derselben Situation zu zeigen, dass es wieder aufwärts gehen kann und dass es wieder aufwärts gehen wird. Natürlich ist es schlimm, wenn eine Lücke im Puzzle zurückbleibt, wie das auch bei mir der Fall ist, und das Gefühl des Unvollständigseins mit einer gewissen Melancholie einhergeht. Aber ich weiß, dass dieses Puzzleteil lediglich farblos ist und zum Bild gehört, gleich einem versehentlichen Farbklecks auf einem Foto. Das, was ich auf dem Foto sehe, ist aber immer noch da. Und wenn eines Tages jemand ein Foto meines Lebens aufnimmt, dann wird da auch ein Klecks sein, der irgendwie einfach dazugehört und sich wie selbstverständlich ins Bild schmiegt, ohne die gefühlt bösartige Natur in seiner schwarzen Tiefe zu offenbaren. Das, was jeder Angehörige in seiner Erinnerung behält, ist immer noch da und das kann ihn niemand nehmen, weil die mehr als 300.000 Menschen, die sich in den letzten 30 Jahren das Leben genommen haben, für immer in unseren Herzen sein werden. Und viel mehr sind als nur ein schwarzer Klecks. Ja sagen zum Leben. Das ist vielleicht die schwerste Entscheidung, die man treffen kann nach einem Verlust oder wenn man selbst schwerst depressiv ist. Das war es auch für mich,
Auch noch, als ich in Frankfurt am 31.03.2018 losgelaufen bin. Ohne meine Erfahrungen, ohne das, was ich jetzt als meine Lebensaufgabe begreife, Trees of Memory, Mut machen, beweisen, dass das Leben trotz allem unfassbar lebenswerte Perspektiven bereithält, könnte ich ganz sicher heute hier nicht stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich wieder erfüllt und voller Neugier im Jetzt lebe und in die Zukunft blicke. Das hat alle meine bisherigen Glaubenssätze radikal verändert. Aber wie kam es in der Gesamtheit dazu und was hat mir alles persönlich dabei geholfen? Ganz so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Es gibt verschiedene Aspekte, Bausteine, Verhaltensänderungen und Erkenntnisse, die mich auf diesen neuen Weg gebracht haben. Nun, ein wesentlicher Baustein dieses Erfolgs ist für mich die Meditation. Als ich damals zusammengebrochen bin und die vielen Monate im Krankenhaus verbracht habe, wurden alle Patienten dazu genötigt, Achtsamkeitstraining zu machen. Das bedeutet, dass man in Stille seinen Körper und Geist beobachtet und schaut, wie es einem geht. Daraus entsteht die Meditation, in deren Verlauf man sich selbst scannt und ganz achtsam das Kribbeln in der Nase betrachtet oder den Schmerz im Knie sich ansieht. Einfach nur achtsam aufnehmen, was mit einem ist, ohne zu bewerten. Heute meditiere ich jeden Tag und suche oft nach Antworten und nach der Stille im Geist. Ersteres finde ich ab und an, aber die Stille im Geist lässt sich, nicht immer blicken. Das hat selbstverständlich zu Erkenntnissen geführt. Eine davon ist, dass ich wieder bedingungslos meinem Herzen folge. Tue ich das nicht, spüre ich ganz schnell wieder die Enge, den Kampf der Psyche, die Belastung und vor allem fehlt es an jeglicher Zuversicht und am Glauben. Das Resultat ist dann, dass es auch an Erfolg fehlt. Alte Glaubenssätze wie ich bin nichts wert tauchen dann auch wieder auf. Nicht sich selbst sein zu können, ist, glaube ich, die erste Stufe in der Entwicklung von Depressionen. Dabei hatte ich im Laufe meines Lebens doch immer wieder gelernt gehabt, an mich selbst zu glauben und mir selbst zu folgen. Wenn ich das tat, realisierten sich meine Träume. Und egal wie absurd sie manchmal waren, ich könnte ein ganzes Buch davon erzählen, mache ich jetzt nicht, aber von einem Traum, der mit circa 10 Jahren begann, davon sollten Sie unbedingt hören. Mein Opa hatte alles, was man ferngesteuert bewegen konnte. Hubschrauber, Flugzeuge, Autos, Schiffe. Das Schiff, das er besaß, war ein über 1 Meter großer Nachbau der Titanic. Der Motor ging kaputt, er hatte kein Interesse mehr und wollte sie wegwerfen. Ich liebte dieses Schiff und ich konnte ihn überreden, sie mir zu schenken. Und so stand die Titanic über viele Jahre in meinem Zimmer. Wie oft habe ich mir ausgemalt, mit ihr zu fahren. Ich hatte alle möglichen Filme gesehen und irgendwie gab es immer wieder den Gedanken, ich möchte dieses Schiff sehen. Nun, wir wissen alle, was mit ihr passiert ist. Sie sank 1912 auf 5000 Meter Tiefe und riss 1700 Menschen mit in den Tod. Im Atlantik wurde sie von Robert Ballard im September 85 gefunden. Und wieder gab es Filme vom Wrack in der Dunkelheit, aufbereitet für Hollywood, und wieder träumte ich. 15 Jahre später hat Ballard die maritimen Rechte an der Titanic abgegeben und extrem reiche Menschen aus aller Welt standen bereit, um sich diese zu sichern, weil man damit ein Vermögen verdienen kann. Einer von ihnen war Graham Jessop, Schatzsucher, millionenschwer. Sein Vater hat das Kriegsschiff die Bismarck gefunden und den Russen versunkenes Gold aus einem Kriegsschiff geholt, wofür er um die 300 Millionen Dollar erhalten hat. Graham wollte die Titanic. Und was passiert? Ich bekomme einen Anruf von Alex aus der Filmproduktion und er fragte mich ohne großartige Erklärung, ob ich Lust hätte, die Titanic suchen zu gehen und einen Film darüber machen will. Ha, aber sowas von viel Lust. Und rund 3 Monate später war ich auf einer 85 Millionen Dollar teuren Bergungsreise und dann sah ich sie mit Hilfe unseres Tauchroboters am Grunde des Meeres liegen. Mein Traum wurde Wirklichkeit und ich muss zugeben, ich hätte niemals daran geglaubt, dass dies möglich werden würde. Deshalb kann ich nur sagen, es gibt einfach keinen Grund damit aufzuhören zu träumen und noch viel weniger Grund gibt es nicht daran zu glauben, dass Träume die Realität der Gegenwart und Zukunft bauen können und beschissene Zeiten wieder besser werden können.
Man sollte sich immer vor Augen führen, dass Gesundheit nicht nur durch Medizin oder endlose Therapien entsteht. Auch wenn sie ein guter Bestandteil erfolgreicher Genesung sein können und ich dringend dazu rate, Therapien zu machen und Medizin zu sich zu nehmen. Trotz aller Behandlungen entsteht tatsächliche Gesundheit aber erst durch inneren Frieden, durch die Ruhe im Herzen und Ruhe in der Seele. Es bringt einfach nichts darauf zu warten, dass die Dinge oder das Leben einfacher oder besser werden. Das Leben wird immer kompliziert bleiben und trotzdem kann man glücklich sein. Glücklich sein kann man auch ein Stück weit lernen. Macht man das nicht, läuft einem eines Tages aber die Zeit davon. Jetzt werden sich manche fragen, glücklich sein lernen? Tja, da hätte ich früher jeden ausgelacht, der mir mit so einem Unsinn gekommen wäre. Gerade in den Zeiten, in denen es mir wirklich schlecht bis ganz beschissen gegangen ist. Und ganz ehrlich, mir ist natürlich vollkommen klar, dass ich niemanden erreiche, dem es so dreckig geht, dass die Welt in ein undurchdringliches Grau gehüllt ist und Leben per se zur Utopie wird und das Überleben können schon fast dem Zufall überlassen wird. Allerdings, und das ist die einzige Rechtfertigung, die ich habe und der einzige Grund, weshalb ich es wage, öffentlich was zu sagen. Allerdings hatte ich diese Zeiten auch und kann das mit meinem jetzigen Leben beweisen. Während dieser schlimmen Zeiten gab es immer wieder lichte Momente, in denen ich etwas annehmen konnte. Es kamen Ereignisse, Menschen, Be Begegnungen, die für eine Besserung sorgten. Und eines Tages ging es mir plötzlich wieder besser. Müh für Müh. Denn von riesigen Schritten kann ich nicht sprechen. Mir ist klar, dass ich trotzdem viele Menschen niemals erreichen werde, aber vielleicht bleibt es bei denen hängen, die jetzt noch gesund sind und eines Tages plötzlich von der Depression überrascht werden. Oder bei den Menschen, deren Freunde plötzlich krank werden. Fakt ist, dass man wieder gesund werden kann, wenn, ja, wenn man das möchte. Und das ist die Grundvoraussetzung. Fakt ist, dass Suizidalität bei rechtzeitiger Behandlung und deutlichen Veränderungen in der eigenen Lebensführung und dem Ablegen bestimmter Glaubenssätze nicht vorbestimmt sein muss und gut behandelbar ist. Wie habe ich also gelernt, wieder glücklich zu sein? Nun, indem ich verstanden habe, dass jeder von uns ein unglaubliches Ich in sich trägt, basierend auf den Träumen, Wünschen und Hoffnungen, die jeder leben kann und mit denen jeder seine Welt verändern kann. Wenn man sich traut, wenn man es zulässt und wenn man wahrhaftig sucht, kann jeder von uns eine persönliche Lebensaufgabe finden, mit der er oder sie die Welt verändern kann. Egal was passiert ist, egal wie krank man ist, alles, was man sich wünscht, existiert in einem selbst. Dort muss man es nur wieder finden. Die Welt zu verändern bedeutet lediglich die eigene Welt zu verändern und das ist es, worauf es ankommt. Ob im Kleinen oder im Großen, das ist vollkommen unwichtig, denn erfüllend ist beides. Ob um die Welt laufen, blaue Pudel züchten oder jeden Strand an der Ostsee vom Müll zu befreien, ist dabei vollkommen egal. Was die Welt darüber denkt, ist egal. Es geht ausschließlich um das persönliche Schicksal. Es geht nur um den Einzelnen. Es geht nur um sie. Und niemand von uns hat alle Zeit der Welt. Ich kann hier in 2 Minuten plötzlich tot zusammenbrechen. Jemand von Ihnen könnte auf dem Weg nach Hause einen Unfall haben. Auf dem Weg in den nächsten Urlaub könnte der Flieger abstürzen. Oder der kleine tägliche Schmerz irgendwo am Leib könnte sich morgen als bösartiger Krebs entpuppen. Warum? Also sich nicht gleich hinsetzen und aufschreiben, welche Träume und Wünsche man in sich trägt und was es braucht, diese Träume Schritt für Schritt zu erreichen. Warum nicht schauen, mit welchen Fähigkeiten man andere zufriedenstellen kann, überrascht, anspornt, erfüllt oder sich selbst verblüfft? Warum nicht rausfinden, womit man einen Unterschied machen kann? Und wenn sich dann irgendwann mal ein Thema zeigt und konkreter wird, einfach in sich hineinzufühlen. Wenn es sich leicht anfühlt, wenn es Ihnen ein Lächeln ins Gesicht treibt, dann machen Sie es, egal ob scheinbar gute Gründe dagegen sprechen. Wenn es sich schwer anfühlt und es im Magen auch nur ein klein wenig krummelt, dann lassen Sie es, auch wenn gute Gründe dafür sprechen. Ich schalte mehr denn je bei den meisten Entscheidungen meinen Kopf aus und fühle nur noch nach, ob es sich leicht oder schwer anfühlt.
grummelt etwas, muss ich nicht darüber nachdenken, was das wohl ist, sondern ich lasse es einfach. Allenfalls frage ich mich, kann ich es ohne weiteres anpassen? Wenn ich mich anpassen kann, ohne dass der Bauch, Moment mal, ruft, dann ist es okay. Fühlt es sich leicht und gut an, ist es richtig, auch wenn der Verstand sagt, Moment, da war noch ein Grund. Was glauben Sie, wie viele Menschen mir sagten, dass ich nicht ganz bei Trost sei? Trees of Memory, was soll denn das für ein Scheiß sein? Mittlerweile ist es offiziell. Ich habe für mich und bisher weit über 200 Familien alles richtig gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Herzen und unserer Seele gibt, die wir lange schon verloren haben. Die berühmte Intuition muss erst wieder wahrgenommen werden und zugelassen werden. Sie war immer ein Teil von uns, die von der vermeintlichen Sicherheit unserer Gesellschaft beseitigt wurde. Finden wir die Intuition wieder, wird es stressfreier und wir finden wieder zu uns selbst. Das alte hermetische Gesetz, wie oben so auch unten, wie innen so auch außen, wie im Großen so im Kleinen, hat mir zusätzlich beim Wiederglücklichsein geholfen. Wenn die Welt in uns selbst dunkel und kalt ist, kann das Außen nicht besser aussehen und bedingt sich gegenseitig. Meine Psychologen waren sich auch einig, dass die meisten Menschen mit meiner Kindheitsgeschichte als gewalttätige Drogenopfer im Knast oder auf der Straße landen. Wie außen, so auch innen. Wenn ich aber das Innen selbst reguliere und meinen eigenen Werten folge, es neu ausrichte, dann verändere ich damit auch automatisch das Außen und das ganz deutlich zum Besseren. Jeder von uns trägt den Schlüssel zur Veränderung in sich selbst. Wir selbst kreieren unsere Zukunft, niemand anderer tut das für uns. Ereignisse geben uns Schubser, rütteln uns wach, zwingen uns einen anderen Weg zu gehen. Ob wir wollen oder nicht. Und Sie dürfen mir wirklich glauben, dass weder die Million noch der schneeweiße Strand am blauen Meer auf Dauer Besserung bringen wird, wenn die Sonne nicht in Ihrem Herzen scheint. Der Lottogewinn wäre nur ein Blitzlicht und würde den Depressiven vermutlich noch weiter in die Dunkelheit ziehen, weil er sich darüber bewusst wäre, dass er alles Geld der Welt hat und sich trotzdem nichts ändert. Das Leben wird nicht vom Außen bestimmt, sondern kommt und realisiert sich ausschließlich aus ihrem Inneren heraus. Und es gibt wirklich keinen Grund daran zu zweifeln. Ob alles gut wird, hängt lediglich von unserer Einstellung und den damit verbundenen Aktionen ab. Aber vergessen Sie positives Denken. Positives Denken hat Jürgens Suizid nicht verhindert. Ach, wird schon alles gut gehen. Ich habe doch schon seit ich 16 bin Suizidgedanken gehabt, habe ich immer wieder gehört. Wie oft habe ich mir diesen Scheiß von ihm anhören müssen? Wäre er mal zum Arzt gegangen, hätte er aktiv an sich und seinem Leben gearbeitet, und zwar schon sehr lange Zeit, vor meiner Zeit, als 16-Jähriger, dann wäre er heute noch da. Da bin ich mir ganz sicher. Positives Denken hätte mich nicht aus der Klinik entlassen, hätte mich nicht Trees of Memory machen lassen und von positivem Denken wäre auch dieser ganze Vortrag nicht umgesetzt worden. Der Gedanke, es wird schon gut werden, reicht nicht, der ist fatalistisch, hilft nicht, kann umbringen. Auch dann, wenn man sich ganz sicher ist, er kann allerhöchstens die letzte Motivationsspritze sein. Die Idee, die Intuition, der Plan, das Gefühl, das muss brennen wie Feuer. Das den Glauben, den Willen und das Wissen, dass es nur gut werden kann, anheizt. Dieses Feuer muss Tag und Nacht lodern, dir den Schlaf rauben und alles andere um dich herum in Rauch aufgehen lassen. Es wird automatisch neue Glaubenssätze errichten lassen und alte Muster wegschmelzen. Wenn es brennt, dann weißt du, dass es gut ist, dass es richtig ist und dass es funktionieren wird. Seit ich das mit Haut und Haaren lebe, lebe ich so intensiv wie niemals zuvor. Ich habe gelernt, dass ich wieder ein Urvertrauen, andere würden sagen ein Gottvertrauen haben kann. Ich spüre auf meinem Weg, irgendwas ist da, auf das ich mich bedingungslos verlassen kann. Etwas, das mir auch eine gewisse Stille und einen inneren Frieden schenkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Depressionen nicht nur mit Kindheitstraumata zu tun haben, sondern auch mit den Zwängen, denen wir unterworfen sind.
Wir müssen laufend und ständig vielleicht sogar den Großteil des Tages mit Dingen verbringen, die wir nicht wollen. Kaum jemand hat einen Traumberuf, kaum jemand hat genug Geld, um sorgenfrei zu leben. Jeder lebt mit Verpflichtungen und Zwängen und Sorge um die Zukunft, die Kinder, das Haus, was auch immer. Wir stecken in einem Korsett, das wir uns selbst geschneidert haben, das uns die Eltern übergestülpt haben, und die Schnüre werden von Arbeitgebern und gesellschaftlichen Forderungen stets fester angezogen, bis wir uns an deren Maßstäbe und Erwartungen angepasst haben. Dass damit unsere Seele nicht mehr atmen kann und wir erkranken, ist eine logische Konsequenz. Und man muss schon eine Konstitution wie ein Ackergaul haben, um daran nicht Schaden zu nehmen. Die Sensiblen unter uns können das nicht ohne weiteres. Und niemand von uns würde eine Suppe essen, die ekelhaft schmeckt. Aber wir alle würgen das Leben runter, als ob es nicht zu ändern wäre, ob es schmeckt oder nicht. Warum? Weil es immer schon so war? Weil man es nicht ändern kann? Ganz ehrlich, es ist doch nie zu spät und niemand wird je zu alt sein, um Umstände, Verhalten, sich selbst und Dinge seiner ursprünglichen Natur nach zu ändern. Sie brauchen nur den Mut, einen Schritt weiter zu gehen, auch ins Unbekannte, auch in die Dunkelheit. Und es ist der Mut, der das Handeln erst möglich macht. Mut steht auch immer am Anfang und daraus entsteht dann das Glück. Deshalb, sei mutig, gerade dann, wenn ihr durch elende Zeiten geht und es scheint, dass alles und jeder gegen euch ist. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es keine Minute länger auszuhalten ist, dann ist der Punkt gekommen, nicht aufzugeben, weil dies ist die Zeit und der exakte Moment, in dem sich die Richtung ändern wird. Auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt "Die Realität ist grausam, deswegen lebe ich in meiner eigenen Welt". Die haben vor ein paar Tagen den Satz gepostet: "Wenn du ganz unten bist, vergessen sie dich". Das heißt, wenn du dir nicht selber hilfst, dann rettet dich nichts und niemand. Und es spricht doch wirklich nichts dagegen, sich seine eigene Realität zu schaffen, weil jeder Gedanke, jede Idee, jeder Plan und jeder Wunsch wird es aus der Gedankenwelt raus in die reale, in die materielle Welt schaffen, wenn ich es zulasse und daran glaube. Wenn dem nicht so wäre, würde ich heute nicht mit Trees of Memory hier stehen. Es gäbe keine Kinos, kein Internet, ja noch nicht mal einen Stuhl. Das waren alles irgendwann mal Gedanken und Ideen. Es gab kein Vorbild, es gab nur eine Vision, einen verrückten Gedanken. Und die Menschen haben es nicht geglaubt. Ich hatte auch Angst vor diesem riesigen Schritt raus aus meinem Leben hinein in ein großes, unbekanntes was? Trees of Memory? Ich habe alles hergegeben, besitze nur noch, was auf meinem Wanderkarren ist, plus 2 Kartons mit Winterkleidung und 2 Kartons mit Bürosachen. Ich habe keine eigene Wohnung mehr, keinen Fernseher, kein Moped, kein einziges Stück Geschirr und aus 6 Metern Kleiderschrank wurde eine einzige Tasche. Das alles loszulassen, was für die meisten Menschen Leben, Sicherheit, Wohlstand, Glück bedeutet, hat mich total befreit. Das hat jede Gier und mein ständiges Begehren nach diesem und jenem von mir genommen. Nicht mehr shoppen gehen zu müssen, ist wirklich ein Segen. Kein Hab und Gut mehr zu haben, ist für mich die totale Befreiung und Glück pur. Damit ist die Habgier auch komplett verschwunden und damit das Leiden, das mir ständig sagt, du musst dieses und jenes haben, weil sonst wirst du in dieser Gesellschaft nicht anerkannt und wirst unglücklich. Und jetzt, wo ich nichts mehr besitze, nicht mehr auf die Gesellschaft höre, bekomme ich plötzlich eine Anerkennung, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt und nach der ich mich mein Leben lang gesehnt habe. Eine Anerkennung, die mich auch gesund gemacht hat. Ich habe so tolle Menschen getroffen und bin so wertvollen Seelen begegnet. Ich habe gespürt, dass ich mit dem ganzen Schmerz, den ich erfahren musste und der in mir drin ist, plötzlich etwas erreichen kann. Ich habe das, was mir widerfahren ist, genutzt, um damit anderen Betroffenen eine Brücke zu bauen. Ich konnte damit etwas entwickeln, das anderen Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise hilft. Und dann ist da der Verein, der noch viel mehr macht, der wachsen lässt, was ich mal als kleines Ei angebrütet habe. Ich glaube, dass jeder in der Lage ist, aus der Last etwas Gutes entstehen zu lassen. Viktor Frankl sagt:
Wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Und er fügt hinzu, das Wissen um eine Lebensaufgabe hat einen eminent psychotherapeutischen und psychohygienischen Wert. Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Und genau das erlebe ich jeden Tag und das hat mir wirklich das Leben gerettet. Deshalb sage ich aus tiefster Überzeugung, lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Lebenssinn finden oder kreieren Sie einen. Je früher, umso besser. Lehren Sie Kinder, einen Sinn im Leben zu erfinden, je früher, desto besser. Und wenn dieser Lebenssinn auch noch das Potenzial enthält, ein wenig über dem Einzelnen zu stehen, etwas zu sein, das den Einzelnen überdauert, dann wird sich das Leben um 360 Grad wenden. Das Überdauern ist jedoch bestimmt nicht das Wichtigste. Wobei ich an dieser Stelle auch sagen möchte, dass ich nicht davon gesprochen habe, dass es einfach ist, dem eigenen Lebenssinn zu folgen und nicht hier und da auch mal richtig wehtun wird. Und ich hätte natürlich auch lieber die Millionen auf dem Konto und jetzt mit diesem neuen Leben wäre ich sauglücklich damit, weil es mir ungeahnte Möglichkeiten bieten würde, mit Trees of Memory wirklich viel, viel mehr zu erreichen, als das, was ich jetzt machen kann. Aber die Millionen in meinem alten Leben hätte weder mich noch Jürgen damals gerettet. Wissen Sie, dass unser Gehirn die Gegenwart auch immer mit der Vergangenheit assoziiert? Das macht es, um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen einer neuen und einer alten Erfahrung zu analysieren, um so der neuen Erfahrung eine Bedeutung zu verleihen. Demzufolge können wir die Gegenwart auch nur durch die Brille der Vergangenheit erkennen. Wenn wir aber unsere Gegenwart auf der Basis unserer Vergangenheit deuten, um unsere Zukunft zu erschaffen, dann wird das Gestern zu Morgen. Die Vergangenheit wird zur Zukunft. Die Schmerzen, unter denen wir jetzt leiden, sind eine Reaktion auf die Ereignisse der Vergangenheit und der damit verbundenen Glaubenssätze, bei Ihnen als auch bei mir. Wenn wir laufend die Erinnerungen, vor allem die schlechten, in unser Bewusstsein holen, entkoppeln wir die Vergangenheit von ihrer Vergänglichkeit und verleihen ihr Ewigkeit, weil alles, was wir tun, darauf aufbaut und verstärkt wird. Hätte ich das zugelassen und mein alter Herr oder die Umstände von Jürgens Tod würden die Regie meines Denkens und Erinnerns übernehmen, wäre ich heute auch nicht mehr hier und vor allem wäre ich nicht in der Lage, wieder glücklich zu leben. Und noch was. Können Sie sich vorstellen, dass Mitgefühl nicht unwesentlich ist, wenn es darum geht, wieder Glück empfinden zu können? Bei mir ist Mitgefühl an die menschlichen Geschichten, das Leben und des Todes gekoppelt. Seit September 2019 arbeite ich auch noch als Trauerredner und begegne jeden Tag trauernden und traumatisierten Menschen. Das, was diese Menschen durchleben müssen, insbesondere auch nach einem Suizid, kenne ich ja. Und dieses Mitfühlen, die richtigen Worte am Grab zu finden oder gar aktiv helfen zu können mittels unseres Vereins oder einem Baum der Erinnerung oder einfach nur persönlich, führt zu einer Erfüllung, die ich so in meinem Leben nicht kennengelernt habe, die mir nur das Mitgefühl ermöglicht. Ich habe dadurch auch wieder gelernt, Menschen wertzuschätzen und das hat mir wirklich ebenfalls enorm geholfen bei meinem Weg aus den Depressionen heraus. Wertschätzung, Mitgefühl und Respekt können eine medizinische Wirkung haben. Das hatte ich vorher nie geglaubt. Und jetzt denken sich sicherlich einige von Ihnen, dass dem Alten, wahrscheinlich die Sonne aus dem Arsch scheint. Nee, ganz so einfach ist es leider nicht. Und ich wäre glücklich, wenn ich das sagen könnte. Eine hundertprozentige Heilung der Depressionen ist bisher trotzdem nicht eingetreten. Die sind immer noch ein ganz klein wenig da. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der die mal hatte, jederzeit damit rechnen muss, dass sie auch wieder ausbrechen können. Vor allem dann, wenn die Rahmenbedingungen mal nicht so gut sind. Ist vielleicht ein wenig wie mit einem trockenen Alkoholiker. Ich nehme immer noch 7 Milligramm Mirtazapin jeden Abend, weil ich sonst nicht einschlafen kann.
Aber früher habe ich 45 Milligramm genommen, plus 1000 andere Pillen. Das nehme ich alles nicht mehr. Ich habe es versucht abzusetzen, geht aber leider nicht. Noch nicht. Und ich weiß ganz genau, dass wenn zum Beispiel irgendwas Dramatisches passiert, beispielsweise mit meinem Hund Tyrion, dann brauche ich einen Notfallplan. Und dann ist es vielleicht auch besser, mal 2 Wochen in die Klinik zu gehen. Ich bin achtsam, auch für das, was kommen könnte. Und ich spüre in Zeiten, in denen es mir nicht gut geht, weil ich vielleicht Stress mit jemandem habe oder ich extrem unglücklich in einer Situation bin, dann schleichen auch schon mal wieder blöde Gedanken durch den Kopf. Aber der Unterschied zu früher ist meine Achtsamkeit. Ich bin mir dessen bewusst. Es fällt mir auf. Und dann kann ich auch reagieren. Ich gebe mich den Depressionen und allem, was damit verbunden ist, nicht mehr hin und lasse mich da nicht reinfallen oder reindrängen. Ich agiere direkt aktiv. Nicht indem ich Pillen schlucke, sondern mir anschaue, was mich jetzt genau zu diesem Gedanken geführt hat. Warum bin ich in der Beziehung oder mit diesem oder jenem Job todunglücklich? Wie kann ich es verändern? Ich fühle mich in mich hinein und ich lande wieder bei leicht oder schwer. Ich lande wieder dabei, meinem Herzen zu folgen. Und auch wenn es schwer fällt, auch wenn es schwierige Zeiten mit sich bringt, aber nur dadurch erfahre ich wieder einen psychisch und emotionalen stabilen und guten Zustand. Und der bringt mir wieder die Zufriedenheit und das Glücklichsein. Und nur dadurch verändert sich dann auch meine Realität und mein gesamtes Leben. Ich glaube, dass das Leben in jedem Moment, in dem wir atmen, ein Lehrer ist und wir leider auch die widerwärtigsten Aufgaben zu erledigen haben. Warum, weiß keiner und gerecht scheint es auch nicht zu sein. Aber für jeden von uns könnte heute, in dieser Minute oder morgen, nach dem Aufwachen der Moment gekommen sein, all das in die Tonne zu treten, was uns nicht länger hilft, das uns nicht dient, das uns behindert, das uns unglücklich macht, dass unser Leben immer weniger lebenswert erscheinen lässt. Mein Leben hat mir bewiesen, dass ich auch die tödliche Dunkelheit loslassen und hinter mir lassen kann. Der Kampf zurück ins Leben, wie ich diesen Vortrag benannt habe, beginnt mit dem Loslassen. Hören Sie auf, ein Tropfen zu sein, der hofft, zur Welle zu werden. Seien Sie die Quelle, und Sie waren bereits schon immer die Quelle. Und können einfach lossprudeln, ganz gleich, was war, ist oder noch sein wird. Lassen Sie los, am besten jetzt sofort.